Willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren FAQ am ersten Samstag im neuen Monat. Falls du eine Frage an mich hast, stell sie mir mit dem Hashtag FragMike davor und wenn deine Frage nicht dabei ist, versuche es mal mit einer schwierigen Frage. Heute habe ich wieder einen Gast an meiner Seite, nämlich meinen guten Kumpel Kenny aus der F1 Chaotenliga. Im Hintergrund seht ihr Ausschnitte unseres 50%igen Liga-Renns in Kanada. Die Antworten sind unsere Meinung, die ihr nicht teilen müsst und bitte in Zukunft keine Was-wäre-wenn-Fragen, weil wir darauf meistens keine Antwort wissen. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Die kommt von Mo Sheld. Hashtag FragMike. Erstens, warum gibt es Pitgirls nicht mehr? Zweitens, glaubst du, dass ein Verstappen in einem Mercedes schneller sein könnte als Vettel? Also, zu deiner ersten Frage. Erstmal sind das keine Pitgirls, sondern Gridgirls. Naja, ich sag mal so, ich find's scheiße, weil das nun mal dazugehört wie das Amen in der Kirche. Und schuld ist die Ehefrau von Greg Maffei, dem Boss von Chase Carey, da sie beim USA Grand Prix 2017 das Gridgirl von Daniel Ricciardo aufgrund ihrer Oberweite kritisierte und ihm gesagt hat, dass er das abschaffen sollte. Und zu deiner zweiten Frage, davon gehe ich mal aus, da Mercedes vielleicht ein ganz kleines ein bisschen schneller ist als Ferrari, also ja. Naja, die Grid Girls, die wurden ja deshalb abgeschafft, aufgrund der Liberty Media. Ihre Begründung hierbei war, ja, es ist nicht modern, sexistisch und sie wollen eher familienfreundlicher rüberkommen in der Hinsicht. Ja, ich denke schon, dass Verstappen definitiv schneller wäre als Vettel, also wenn Verstappen im Mercedes wäre, ja. Weil Verstappen hat einfach den größeren Grundspeed und bei ihm ist sicher noch Potenzial da, um sich noch mehr zu verbessern und Vettel macht halt derzeit viel zu viele Fehler, nicht konstant, also da würde er vermutlich gegen Verstappen alt ausschauen. Kommen wir mal zu der zweiten Frage. Die kommt von Crafter Hyper. Hashtag frag Mike. Würdest du dir die Fuji-Strecke zurückwünschen? Naja, da ich erst seit 2010 richtiges Interesse an der Formel 1 zeige und vorher kein Rennen gesehen habe auf dieser Strecke im Kalender, habe ich mir gedacht, ja, die Strecke habe ich in der WEC gesehen und warum eigentlich nicht? Könnte man gegen eine andere Strecke eintauschen? Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, da ich die Strecke selbst nicht kenne. Nie gefahren, nie gesehen. Keine Meinung dazu. Kommen wir mal zur dritten Frage. Die kommt von Lukas René Krebs. Hashtag frag Mike. Warum wurde Gasly mit einem Teil am Kopf getroffen, selbst wenn das Halo da ist? Das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Eine Finne von Ricardos Boliden, was relativ klein ist, flog unter dem Halo her. Und daher wurde er auch getroffen. Naja, ich bin leider kein Physiker, daher kann ich nicht sagen, warum ein kleines Teil Gasly am Kopf getroffen hat. Ja. Halo ist nur dafür da, um wirklich größere, gröbere Teile abzuwehren. Ja. So kleinere Carbon-Teile wie Flaps, ja. Ist halt blöd gelaufen in dem Fall. Ja. Kommen wir mal zur nächsten Frage, die kommt von Mitsu Serok. Gasly ist in Russland trotz Halo ein Teil an den Kopf geflogen. In Klammern, dies hatte ich schon vor Saisonbeginn befürchtet. Wärst du angesichts dessen für eine Einführung von einem Hybrid aus Windshield und Halo? Ich halte es für keine gute Idee, weil Vettel in Silverstone 2017 im Training mit dem Shield schon ein paar Runden absolviert hat und dadurch hatte er auch Kopfschmerzen bekommen wegen der Durchsicht. Meiner Meinung nach viel zu übertrieben. Naja, war klar, Halo ist in erster Linie dafür gemacht worden, um gröbere Teile wie beispielsweise ein Reifen, ja, oder siehe Spa, ein ganzes Auto abzuwehren. Ja. Kleinere Teile hier war jetzt nicht die Idee von Halo, das abzuwehren. Ist auch nicht möglich. Ja. Dafür gäbe es zum Beispiel den Windshield, aber das ist ja abgeschmettert worden aufgrund der verkrümmten Sicht. Ja. Das hat ja damals Ferrari mit Vettel getestet. Und wenn man das weiterentwickeln würde und dann könnte man auch kleinere Teile abwehren, ja. Dann ist halt die Sache, wie das halt dann im Regen ist, ob dann die Sicht verschlechtert wird. Daher ist in jeder Hinsicht Halo da vom Vorteil, ja. Kommen wir mal zur nächsten Frage, die kommt von LaserJojo. Hashtag frag Mike, was sollte Liberty Media einführen? Ich wünsche mir einen lag- und bufferfreien Livestream F1 TV Pro. Die Geldverteilung sollte optimiert werden, damit die Teams halt näher zusammenrücken. Mehr Action auf der Strecke und meiner Meinung nach keine Verwarnung wegen irgendwelcher Kleinigkeiten. Das ist das, was ich mir wünsche. Ehrlich gesagt, kein Plan, da auch viel von der FIA und den Teams abhängen. Und vieles wird sich sowieso 2021 ändern, daher einfach mal abwarten, weil vieles ist auch nicht wirklich über die Media vorteilhaft gewesen. Ja. Zum Beispiel die Grid Girls, ja, nur eines von vielen, daher mal abwarten. Kommen wir mal zur nächsten Frage, die kommt von Florian Fries. Hashtag frag Mike, was ist deine Meinung zum zusätzlichen Sensor am Ferrari-Motor, obwohl alles legal ist laut FIA? Die FIA sagt ja, Ferrari soll den Sensor wegen ihrem zweigeteilten Energiespeicher ab Singapur einbauen. Das haben sie gemacht, aber da er für den Performanceverlust nicht zuständig war, ist mir das eigentlich ehrlich gesagt egal. Ja, Ferrari wird hier vermutlich Grauzonen abgetastet haben, die für sie
natürlich einen Vorteil gebracht haben. Als halt der zusätzliche Sensor dazu kam, haben sie vermutlich jetzt einfach diesen Zusatzvorteil, diese Zusatzleistung zurückgenommen. Aus Angst von einem Protest kann man ungefähr mit dem Felgenthema von Mercedes vergleichen. Da haben sie ja auch zurückgerüstet aus Angst, dass sie halt disqualifiziert werden. Durch ein Protest oder ähnliches. Kommen wir mal zur nächsten Frage. Die kommt von Fakey Entertainment. Hashtag fragt Mike. Warst du schon mal bei einem Formel-1-Rennen live dabei? Als Zuschauer natürlich. Naja, als Journalist war ich noch nicht da. Ich habe nämlich das große Vergnügen. An dieser Stelle möchte ich erstmal meine Kumpels grüßen. Und zwar Alex, den Marc, den Hunzel und natürlich auch hier der anwesende Kenny natürlich. Wir fünf fahren nämlich nächstes Jahr Ende Juni zum großen Preis von Österreich zum Red Bull Ring und werden uns das Rennen halt von der Red Bull Tribüne aussehen, wo ich mich auch schon sehr drauf freue. Für mich ist es das erste Rennen, was ich live verfolge. Nein, selbst noch nicht, aber das werde ich Juni 2019 in Österreich nachholen. Und damit kommen wir auch zur letzten Frage, die kommt von Jona. Hashtag frag Mike, was hältst du davon, wenn man nur noch Hyper, Ultra oder Supersofts verwenden würde? Spanien hätte dann aber vielleicht 5 Stops. Meiner Meinung nach ergibt das Ganze überhaupt keinen Sinn, da es dann viel zu viele Stints wären und die Longruns damit völlig unmöglich wären. Wäre natürlich eine gute Grundidee, aber das würde vermutlich zu 2 Problemen führen. Erstens, man kann mit dem weichsten Reifen nur sehr, sehr langsam fahren. Siehe zum Beispiel Singapur. Da haben sie ja am Anfang auch sehr getrödelt, nur um dem Reif eine längere Lebenszeit zu geben. Und zweitens, es könnte mehr Reifenschäden dadurch führen. Und wie man ja von Pirelli weiß, war das ja nicht so optimal in der Vergangenheit. So, das war's mit dem FAQ für den Monat November. Danke an Kenny, der sich die Zeit genommen hat, mit mir gemeinsam eure Fragen zu beantworten. Vergesst nicht, mir mit dem Hashtag FragMike Fragen für den Dezember zu stellen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.